Moin Leute, da sind wir wieder. Ja, ich würde sagen, als erstes essen wir erstmal was. Das macht sich immer gut. Dann, wir haben Glück gehabt. Kurz nachdem ich die Aufnahme beendet hatte, um dann die neue zu starten, ist der Baum gesprossen. Sehr schön gewachsen. Aber ja, ich möchte noch einen dritten pflanzen und dann geht's aber auch wirklich endgültig mal los hier mit dem Baumhaus. Das ist also in keinster Weise in Vergessenheit geraten. Nur ich möchte jetzt erstmal was anderes machen und zwar brauche ich dafür Glas, denn ich möchte jetzt erstmal noch ein Vordach bauen. Da möchte ich noch etwas Zuckerrohr anpflanzen. Das werden wir alles in dieser Folge hier machen. So, den Stein raus, das dahin, das dahin und den dahin und den dahin, den dahin, den dahin. Das war's soweit erstmal, aber ich habe vergessen, das Glas rauszunehmen. So, dann machen wir noch schnell eine Kürbislaterne. Da wurde mir ja auch gesagt, ey, benutzt doch ganz einfach dafür Glowstone. Leute, ihr vergesst immer, dafür muss man in den Nether und da war ich noch nicht und ich habe auch noch kein Portal gebaut. Ich habe noch kein Obsidian abgebaut und ich weiß nicht, inwieweit mir das Spaß macht, das mit ohne Diamantenspitzhacke zu machen. Wenn man natürlich Too Many Items und solche Sachen benutzt, dann ist das ja alles gar kein Thema, dann hat man das alles. Da ich das aber grundsätzlich nicht benutze, habe ich das alles einfach noch gar nicht. Das ist das Elend, wenn man ehrlich spielt. Aber das finde ich, wie gesagt, auch gar nicht so schlimm, denn ich spiele gerne ehrlich und empfinde das nicht als Nachteil. So, das wollte ich nämlich auch mal gesagt haben. Dann, ja, hier, zack, 8 Stück rein, dann eine Schaufel gebaut und dann Sand noch besorgt. Pling, pling. Und den holen wir uns da hinten und dann können wir auch hier noch gleich das Zuckerrohr mit abernten. Und dann haben wir auch schon mal ein bisschen Zuckerrohr angepflanzt, also etwas mehr, als es hier sowieso schon gibt. Eine Farm werde ich deswegen nicht extra anlegen, eine Zuckerrohrfarm, das finde ich ein bisschen übertrieben. Die werden wir nicht brauchen. Ja, Diamanten fehlen mir natürlich auch noch. Das heißt, es gibt nichts Verzauberungstechnisches. Ohne Diamanten kein Verzauberungstisch und dadurch dann natürlich auch logischerweise keine Verzauberung. So. Was haben wir jetzt? 20. 20 ist schon mal eine ganz nette Zahl. Hier hinten wollte ich auch nochmal ausleuchten, denn ich wollte ja auch eigentlich mal wissen, da ist Sand, das ist ganz gut, dann bauen wir den noch ganz einfach hier ab. Bing, 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 bing. So, Sand. 28, 31, ja, dann brauchen wir noch einen. Plopp, 32 Sand soll reichen. Weil da sieht es ja nun überhaupt keiner, wenn wir den da wegbauen. Ja, und dann rennen wir mal zurück. Es wird schon wieder dunkel. Ich denke mal, anpflanzen werden wir dann am nächsten Tag. Ansonsten, wie gesagt, also ich bin dem Vorschlag, versteht mich bitte nicht falsch, ne? Also ich bin dem Vorschlag mit dem Glowstone dann später die Kürbisse auszutauschen natürlich nicht abgeneigt und das werde ich natürlich dann auch machen, weil das wirklich besser aussieht. Aber für den Anfang müssen es halt einfach erstmal diese Kürbisse tun, weil ich habe nichts anderes. Das ist ganz einfach aus dem Grund, ich habe nichts anderes. Das wird dann sicherlich auch eine Schaltung geben, wo man dann die Kürbisse mit an- und ausschalten kann, weil das geht ja mittlerweile. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz nette Idee, dass man die an- und ausschalten kann, das Licht. Ja, da ist schon wieder Ende Gelände. Aber damit wir keinen Leerlauf haben,
geht's dann runter ans Wasser, nochmal schnell Zuckerrohr gepflanzt. Da fällt mir aber noch ein. Bing, zack, zu. Wir haben ja schon mal Zuckerrohr angepflanzt gehabt. Vor ewigen Folgen. Und das müsste ja eigentlich auch gewachsen sein. Das war hier ganz hinten in der Ecke. Da hatten wir hier ans Wasser auch unheimlich viel Zuckerrohr angepflanzt. Ja, Zombie, ich hab dich gehört, alles klar. Ich tu dir nichts, dann tust du mir nichts. So, die nehmen wir einfach mal alle mit. Bing, wenn ich mal wüsste, wo der ist. Also hier kann er nicht sein. Ach naja, wurscht. Wir wollten Zuckerrohr anpflanzen. So, auf geht's. Rennen, rennen, rennen. Und schon wieder Ende mit Rennen. Hier erstmal durch das Dickicht durch. Ja, Holz müssen wir auch noch schlagen, damit wir einen dritten Baum pflanzen können. Also wie gesagt, der ist sehr schön gewachsen. So, zurück zum Wasser. Jetzt haben wir 40 Zuckerrohr. Da können wir schon ein bisschen was mit anfangen. Dann müssen wir noch mal was essen. Ach Mensch, ich hetze mich immer so ab in den Folgen, damit ich auch möglichst viel irgendwie auf die Reihe kriege. So, zack. Wie gesagt, gar nicht großartig hier irgendwelche Faxen machen. Das wird hier einfach nur an den Strand gedübelt. So, fertig. Haben wir schon mal eine riesige Zucht hier. Ja, dann gleich mal die Bäume hier umklotzen. Und dann drückt mal die Daumen, dass da möglichst viele Setzlinge bei rauskommen. Und dann werden wir noch so vier Setzlinge im Quadrat anpflanzen. Und dann haben wir dann hoffentlich noch so einen schönen Baum. Wir müssen uns auch mal auf die Suche begeben nach Diamanten. Da geht auch kein Weg dran vorbei. Ja, dann das Nether-Portal, damit wir das gegen Glowstone austauschen können, die Kürbisse. Und. Also ihr seht, es ist noch unheimlich viel zu tun. Es ist ja eine junge Welt, in der wir hier sind. So, bing, bing. Holz sollten wir dann auf jeden Fall genügend haben. Ich denke nicht, dass wir dann noch von dem Dschungelbiom Holz irgendwas brauchen. Also ich werde da jetzt auch dann erstmal nichts mehr anpflanzen. Dann nur noch bei Bedarf. Und ich habe, wie gesagt, noch immer gar keine Vorstellung davon, wie denn das Baumhaus sein soll. Abgebaut. Also die Setzlinge, die beiden, die hier natürlich noch drin sind, die sollen auch noch weiterhin wachsen. Hallo, hallo, kleines Ozelot. Der hier hinten halt auch. Da habe ich nichts dagegen. Die gepflanzten, wie gesagt, die sollen ruhig noch wachsen. Auch wenn der Baum, der gerade eben gewachsen ist, nicht wirklich jetzt so ein Dschungelbiombaum ist. Das ist noch die eine Tanne, die übrig geblieben war. Und wenn es immer auch ein bisschen ärgerlich ist, wenn die hier so flach wachsen. Mann, du bist so ein Dschungelbaum, ey. Der hat sich aber echt nicht angestrengt beim Wachsen. So, jetzt hier, zack, Setzlinge. Gut, hier haben wir noch einen. Haben wir schon mal drei. Was essen? Hier haben wir einen vierten. Und fünften und sechsten und siebten. Das passt schon.
Das ist schon ganz okay so. Jo, dann dübeln wir jetzt hier noch die eine Tanne hier um. Von dem anderen Holz, finde ich, haben wir genügend. Dann warten wir nochmal drauf. Also ich habe festgestellt, wenn ich wegrenne, dann gibt es auf jeden Fall weniger Setzlinge, als wenn man hier irgendwie so halbwegs dabei bleibt, also daneben bleibt. Oh, das ist der eine so klein, dafür ist der andere dann wieder gleich umso größer. Also Holz haben wir jetzt dann auf jeden Fall genügend. Da soll es nicht dran liegen. Ja, das ist auch immer blöd. Ich habe das vielleicht ein bisschen zu früh angekündigt, das mit dem Baumhaus, weil es ja dann doch noch eine ganze Ecke an Vorbereitung gekostet hat, bis es denn dann endlich mal soweit war. Also soweit ist, dass wir denn dann auch wirklich jetzt in absehbarer Zeit das dann endlich mal machen können. Wie sieht's aus? Ja, haben wir schon wieder 64,6. Die verschiedenen Holzkisten können wir damit bauen. Wir haben 10 Sepplings. Dafür droppt jetzt hier von dem anderen Baum irgendwie gar nichts. Ja, das eine Holz möchte ich aber noch haben. Ja. So ist das immer. Jetzt eiern wir hier rum und irgendwie passiert nichts. Gut, okay, wir laufen jetzt einfach mal los, damit wir das wenigstens hier in dieser Folge noch klar kriegen. Und ich wenigstens noch den dritten großen Baum, den ich da haben möchte, anpflanze. Ich hoffe, das wird auch so ein riesiger Baum wie der da gerade gewachsen ist. Und zwar möchte ich den gar nicht so weit weg haben, aber auch nicht zu nah dran. Und deswegen denke ich mal, ist das hier ganz okay, wenn wir den hier hinballern. Das Gras, Quatsch, die Blätter heben wir uns gleich auf, falls wir da noch irgendwie oben beim Baumhaus dann irgendwas machen müssen. Ach Mensch, das wollte ich gar nicht. Da wollte ich doch auch wieder die Schere benutzen. Und hier hauen wir noch zweimal Erde rein und dann sollten wir auch genügend Abstand irgendwie zu allem Möglichen hier haben. Das sollte dann auch wieder wachsen. Also man braucht da anscheinend doch ein bisschen Freifläche. Und dann rennen wir nochmal zurück und dann gucken wir nochmal, was da so gedroppt ist und drückt die Daumen, dass da möglichst schnell ein großer Baum draus wächst. So, einer noch zwei, also zwei insgesamt. Ja, Gras, sag ich schon, Schaf spielt auch mit hier abgrasen. Wir haben jetzt 10 Setzlinge, das sollte dann auch reichen. Aber Leute, ihr seht schon, ne, die Folge, die neigt sich eh dem Ende. Dann können wir hier auch noch warten, bis das ganz decayed ist. Und dann haben wir das auch endlich mal hinter uns gebracht. Da muss nur noch, wie gesagt, der dritte Baum wachsen, weil ich wollte das Baumhaus jetzt nicht so fürchterlich nah dran haben. Aber ich finde, der ist schön groß geworden, der eine. Der ist nicht ganz so groß wie der natürliche, der da natürlich schon da stand. Aber das ist nicht ganz so wild. Immerhin haben wir es geschafft, überhaupt einen so großen Baum zu züchten. Da bin ich euch übrigens, wie gesagt, auch sehr dankbar, dass ihr mir da den Tipp gegeben habt. Denn ansonsten wäre ich davon alleine nie drauf gekommen, die im Viererquadrat zu pflanzen. Ich reiße jetzt hier nur noch die Fackeln weg, denn die brauchen wir hier nicht mehr. Und damit ist die Folge dann eigentlich mehr oder weniger auch zu Ende. Und während ich hier wild neben die Fackeln schlage, anstatt die Fackeln zu treffen,
sage ich dann auch schon mal langsam Tschüss. Ich rette mich noch in meinen Kabuff hier, damit mich nicht gleich wieder sämtliche Monster angreifen. Ja, und damit haben wir dann wirklich fertig. Wie es weitergeht, ja, das werden wir sehen beim nächsten Mal. Macht's gut.